So, da durch die Sicherheitskontrolle durch. Ich muss erstmal mein Gate finden. Ich habe letzte Nacht, glaube ich, 4 Stunden gepennt. Jetzt auch nicht so hundertprozentig frisch. Na, ihr habt gehört, dass Gin Tonic eigentlich immer ganz gut hilft, um wach zu werden. Die Bar in meinem Geld ist voll. Müssen wir woanders hingehen, gucken, ob da irgendwas frei ist. Jetzt kann man hier eine Kreditkarte reinmachen. Dann bestellt man. Und dann kommt jemand und bringt das. Kostet doch nichts, das ist wieder mit Kreditkarte, das heißt, es ist umsonst. Wir nehmen billig. Das Trinkgeld, das ist einfach schon mal mit drin. Das ist nicht überall so, aber ja, mal 2 Dollar, die ich irgendwem gebe. Ich kann hier sogar mein eigenes Video gucken. Dann schnell zum Gate. Der Flug hat eh schon irgendwie 30 Minuten Verspätung, weil natürlich ein Gewitter ist, wenn ich nach Hause fliegen will. So sieht es gerade aus. Regnet halt so ein bisschen, nicht so wild. 9 Stunden im Flugzeug, 9 Stunden Fernsehen gucken und sitzen. Alter, das wollte ich schon immer machen, wenn ich in diesem komischen Gang hier filmen. Was ist los? Keine Stunde geschlafen. 3 Leute, die Passportkontrolle machen. Dauert halt 80 Jahre, bis man da durchkommt. Meine Güte. Berlin. Sollte mich dann hoffentlich ein Kumpel abholen. Am Flughafen. Mal schauen, ob das klappt, ob er schon wach ist. Da ist er schon. Ist jetzt wieder soweit. Zabal, ich hab mich abgeholt. Wir wollten ein Bier trinken gehen. Jetzt machen wir wieder einen Gewaltmarsch. Dann bin ich auch schon wieder in Hannover. Berlin hat jetzt nicht so viel aufgenommen. Muss erstmal 3-4 Stunden pennen. Das erste Mal, dass ich wieder hier bin, nachdem ich vor 6 Wochen meine Möbel hergefahren habe. Ja. Na endlich. Prost. Geht's jetzt auf Klassenfahrt? Gucken, ob ich noch mal blähen kann. Das weiß ich auch noch nicht. Lass dich überraschen, Elias. Vielen Dank, ne? Alte Fresse, ne, hab ich nicht. Danke, ne? Ich hab meinen Rucksack da noch drin, da muss noch mal... Elias, grüß die Hühner, mach was Schönes. Wir sehen uns. Den Rucksack noch? Mach du gut. Mach nichts kaputt. Pass auf die Wohnung auf. Gießt du mal die Pflanzen? Mach mir keine Dummheiten, Junge. Endlich mal wieder am Flughafen, wa? Wieder auf Achse, wa? Auf Achse. Du, nur immer auf Achse, du. Nie ankommen, wa? Mal gucken, wo es hingeht. Urlaub am Düsseldorfer Strand. Vorne rechts ist Donald Duck an der Bar in seinem Trikot und hat seinen Kumpel mitgebracht. Nummer 96, soll ich der Nuttenkönig. Sorry, ich bin unterwegs. So viel unterwegs. Nur im Flieger. Boah, heute das 3. Mal, ist ja für mich nichts Neues. Anders. Gar nicht anders. Welche Schießbude war das? Gibt's nur einen Verdächtigen. Alles okay? Achso. Achso, ich. Das ist eine Feindesuhr. Keine großen Gegenstände beim Start, das ist schlecht. Hab ich meinen Penis gar nicht mit. Kann man aber, wenn du vorne beim Terminal B reinkommst, kannst du den abgeben. Und dann fahren wir den auf. Kostet 5 Euro. Ein Feuerzeug mit dem Penis abgeben. Dass nicht noch mehr reinpasst in das Ding. Das sieht ja gut aus. Das sieht lecker aus. Schön verteilt den Pfeffer, damit man den nicht oben drauf hat. Super! Prost Mahlzeit, ne? Hey, Kreta! Du, da sieht man es schon, du. Imsel, Mallorca. Wir fahren gegenüber nach Kreta. Wie gesagt, da drüben Mallorca gut zu sehen. Kreta liegt in der Mitte gelegen. Zwischen Spanien und Italien. Zwischen Spanien und Mallorca. Malotze.
unser Segelboot. Eine Schaukelparty hier. Welche Ortszeit hier ist? 7.30 Uhr und die Außentemperatur sind 24 Grad Celsius. 7.30 Uhr? Bitte halten Sie das Telefon immer ausgeschaltet und die Anschnallzeichen. Danke, ciao, schönen Tag noch. Ah. So, los geht's. I know, tropical. Tropical. You're going here to Dolphin Bay. Yes. Okay. Aus Versehen leider kein Hotel für die erste Nacht gebucht. Also ist das Leben, ne? Wir gucken uns jetzt gerade nochmal ein anderes Hotel an. Wo wir nicht sind. Und Timo kennt sich irgendwie noch aus von früher. 5 Sterne, das glaube ich zwar nicht. 20 Euro. Wir gucken jetzt trotzdem mal. Oh, das sieht nach 20 Euro aus, auf jeden Euro, Fall. 20 Euro. Ich glaube schon. Einfach mal reingegangen ins 5-Sterne-Hotel, direkt einen Kumpel getroffen. Billiger so bekommen. In Griechenland. Bis 10 Jahre nicht hier, aber es geht alles unter der Hand. Geht ein trotzdem. Durchgerutscht. Haben wir jetzt anstatt nur Frühstück, haben wir jetzt noch alles essen und alles ein bisschen mehr. Und boah. Ich denke, da haben wir einen guten Deal geschlossen. Ja, sehr geil. Sind wir heute? Sagt der Ella-Demo. Sind wir heute hier. Glas morgen Nacht nehmen wir das Hotel. Den haben wir auch einen guten Deal gekriegt. Jetzt können wir hinten auf den Müll pennen. Mach mal auf. Hier ist eine Glotze, das ist schon mal gut. Das ist gut, wir haben hier unser Hauptzimmer, wo wir zu zweit drin pennen können. Ficken. Und hier ist das Krankenlager. Wir haben echt Platz für zwei Leute, das ist ja fast Verschwendung. Aber wir arbeiten jetzt seit längerem mit Dix zusammen, mit Samsung, und die haben uns in einen neuen Monitor geschickt. Flachbildschirm. Da laden wir nachher alle unsere Freunde ein und gucken zusammen Fußball. Also... Ist okay. Vetter ist halt ein bisschen schlecht. Super! Klimaanlage! Danke. Ach, Urlaube Wasser. So, hier ist Wasserkoch. Kannst du mal unten anrufen, dass einer Wasserkocher ausstellt? Oder hochkommt und ausstellt? Zwei Leute brauchen wir. Einer muss einen Wasserkocher ausmachen, der andere macht den Fernseher an. Frag mal nach wegen der Klimaanlage. Wasserkocher. Fernseher. Danke. Ich glaube, wir stinken. Badlatsch gefunden, guck mal, kann ich neben raus. Entschuldigung. Zwei Möglichkeiten, entweder gehen wir jetzt gleich pennen, damit wir morgen früh rauskommen zum Frühstück. Oder wir gehen nochmal runter und saufen. Also, Timo hat jetzt Geburtstag. Ich 27. Wie fühlt man sich so mit 27? Halt die Fresse. Erster Tag ist rum jetzt. Geht zum anderen Hotel. Ist wahrscheinlich ein Stück weit ein Downgrade. Aber es macht nichts. Das ist das neue Zimmer jetzt. In kein Sternhotel abgestiegen, jetzt machen wir erstmal das Licht an zum Pennen. Oh. Dusche im Klo oder das Klo in der Dusche? Ein halber Liter Wein kostet, man höre, 4 Euro. Da kann man sich ruhig mal in die Fresse kloppen. Auf jeden Fall gibt es auch in dem Hotel kein Bügeleisen, das ist natürlich scheiße. Jetzt mal, bevor ich zum Strand wollte, alle meine Hosen bügeln. Im Hotel waren wir vor 7 Jahren schon mal. Schönen Gruß an Merlin Schick und Marco Rachon an dieser Marco Stelle. Fickerraffer. Marco Fickerraffer. Ja, verlinken wir unten im Video. Stark. Dafür wohnt man halt relativ weit weg vom Strand. Muss dann ewig laufen. Halt immer mit dem Bus zum Strand, ne? Bus, wir warten jetzt hier in einer Viertelstunde, kommt der nächste. Kommt die 201, die fährt dann nach vorne runter. Sonst? Lässt sich am Strand raus.
wir haben uns jetzt gerade überlegt, dass wir heute mal mit unserer Yacht rausfahren. Dafür müssen wir erstmal entsprechend einkaufen, dass man für so einen Trip gut vorbereitet ist. Ich nehme 3 Amsel. Oder 2, 3. 3 ist schon besser. Das erste haben wir schon mal. Bier und Eis, damit die Karre überhaupt angeht. In die Hand nehmen, ne? Sind so futsch. Verschwerung. Sind wir auf unserer Yacht. Jetzt geht's erstmal auf die offene See. Wir haben jetzt unseren Flug verpasst und haben uns überlegt, wir nehmen einfach das Boot hier nach Hause. Irgendwann so einer Stunde sind wir da. Anker holt uns ab. Frag einfach Anker, ob es uns abholt. Oder Saskia oder so. Oder ja, Saskia, kannst du uns vielleicht abholen? In Italien, ne? Wir gucken, dass wir es bis nach Italien schaffen. Auch die Donau hoch. Oh, hier ist ein ganz schöner Wellengang, wa? Hey! Wenn wir jetzt gerade hier sind, können wir auch gleich, das wollten wir sowieso machen, Erfolgstipps geben. Genau. Wie man so reich wird wie wir, dass man so ein Boot hat. Ihr müsst das Boot wollen. Ihr müsst das, genau, das Boot erstmal, müsst das nur wollen. Jeden Tag müsst ihr das wollen. Genau. Also ich will dieses Tretboot besitzen und hier vor der Küste von Kreta rumschaukeln mit einem 1,10 Euro Bier. Wenn man so reich werden will wie wir und auf so einer Yacht enden möchte, das möchte. Aber nur wenn man es will. Da muss man schon ein bisschen was machen. Müsst nur wollen. Können auch nicht alle. Manche Menschen sind einfach dafür gemacht, wie wir, reich zu werden. Abgeknallte Schrumpelbude. Jeder, es geht voran. Ah, du. Wir gehen runter. Ich mach schnell ein Bier. Die haben einen Fernseher mitgenommen, wenn mir nicht so langweilig ist. Stimmt. Hier hin. PlayStation nehme ich nächstes Mal mit euch. Tretboot. Dritter Captain in der Pedale ja da. Hey! Haben wir die Wasserpolizei hat Bescheid gesagt, dass Zeit zu Ende ist. Tja, tschüss, Hotel auf Kreta. Wir haben jetzt noch 4-5 Stunden, also zum Flughafen müssen. Draußen noch einen Wein trinken. Die Sonne genießen und jetzt zurück nach Hannover. Security Check ist fertig. Was müssen wir jetzt machen? Erstmal ein Bier suchen. Jetzt gerade in der Fitnessabteilung, wir gucken nach Supplements. Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr richtig breit werden wollt, raucht euch die, raucht die am einen Tag weg. Jetzt sind wir mit dem Fitnessberater. Nach dem ersten wertvollen Tipp sind wir jetzt in der nächsten Abteilung und schauen einfach mal, was noch gesund ist. 7 Flaschen Wein am Tag trinken. Danach geht es einem viel besser. Was das? Was das denn? Spirit Drink. Nee, nee. Den kauf ich. Auch Hacker gewischt noch. Die Berliner müssen noch warten, wa? Ich glaub das nicht, wa? Das dauert ich immer ein bisschen länger, wa? Ich mein Schweinfleisch, wa? Erstmal jetzt im Bus und dann in den Flieger drin, wa? Sonst gibt's jetzt gerade Weißwein. Na, noch Talk. Ich will eine rauchen. Ein Schwein. Jetzt nach vorne, wa?